Weinkönigin, gibt es den Beruf auch mit anderen Drogen, so Koksprinzessin? Wir machen heute eine Schneekugel. Falls Leute in 30 Jahren dieses Video noch schauen, Schnee nannte man das, was vom Himmel fiel, ja, bevor Feuer ein Und Wetter nicht war. Drogen. Nicht Drogen. Ja. Nee. Ich habe bisher Schneekugeln gekauft. Okay. So. Geht schneller. Ja, das stimmt. Man kann auch, wenn man keine Zeit hat und trotzdem was selber gemachtes mitbringen will, ja, einfach ein Glas Dillgurken schütteln. Ach, ist auch schön. Auch eine Schneekugel. Ist so Dschungelschnee. Kennen Sie das Kork oder mit was macht Kork man kenn die? Ich. Mit was macht man die Pfälzer Weintetrapacks zu? Tetrapacks. Und wichtig für euch zu Hause: Styropor bekleben und nicht den Deckel direkt, weil sonst wird der Deckel so heiß, dass ihr euch eure kleinen Internetfinger verbrennt. Kennen Sie den? Ja. Wer ist das? Ist das der Darth? Nicht, fast nee, nicht. Sondern? Der Neue? Ich sag's und dann sagen sie es laut, ja, dann sind alle Nerds total beeindruckt. Ja. Kylo Ren. Kylo Ren? Ja, Mann, ey, voll gut. Ich wusste das. Und sein Schwert? Ein Kreuz. Ein Kreuz, genau. Sie das ist wegen der Schweiz. Aber das Schweizer Kreuz ist ja quadratisch. Das wäre dann so, wenn ja, Jesus so mega kurze Beine gehabt hätte. Dann machen wir noch hier mit einem Stöffchen eine freche Burka für das Mainzer Oh, Männchen. Nee, offenes Visier brauchen wir. Sie sind offenes gegen Visier. Burka, oder? Ja. Gut wäre ich auch, wenn ich so aussehen würde. Nein, aber gut, es gibt einige Männer, denen würde ich sagen, Burka wäre, nein Gott. Wo ist denn jetzt die Grenze für Sie? Wenn ich jetzt, wie viel Gesicht soll ich zeigen? Nein, Gesicht, dass man das Gesicht erkennt, das halte ich für wichtig. So. Sieht brav aus, sieht schön aus, sieht aus wie aus dem Schweizer aus, oder? Noch ein Apfel, ja, schön, aber ein Märchen. Aha. Es verwirrt mich ja niemand so sehr in meiner eigenen Heterosexualität wie Sie. Wieso? Also Sie und vielleicht Markus Söder. Ist der, was wollen Sie jetzt eigentlich sagen damit? Ich will damit sagen, dass ich eigentlich auf Männer stehe, ja, plus auf Sie und nicht auf Markus Söder. Es war einfach ein Kompliment. Ja, ich wollte gerade sagen, das war aber sehr direkt jetzt, das Kompliment. Ist das zu direkt? Nee, ich musste erst überlegen, was Sie meinen. Ich mache meiner Frauke ein paar Achselhaare, damit die noch ein bisschen frecher ist. Kann man eigentlich feministisch sein und in der CDU? Ja. Das ist ja mal richtig frech. Ein Fokuhila-Mainzelmännchen. Genau. Sie sind eine richtig gute Bastlerin. Haben Sie auch viel gebastelt als Kind? Ich darf keine Messdienerin werden. Deshalb. Was macht man als Messdienerin? Der Messe dienen. Genau. Also bei der Wandlung, Brot, Wein zum Altar tragen, das Messbuch halten. Also man wird schon sehr, sehr früh an diesen Alkohol rangetragen in der Kirche, oder? Ja, ich habe ein Buch über Bibel und Wein geschrieben, also über den Wein in der Bibel. Da haben sie viele Alibis. Das ist ja auch ein ganz beliebter Trick für Alkoholiker, sich einfach eine Bibel ausschnitzen und dann einen kleinen Flachmann reinlegen. Ich bin ja nicht mal getauft. Ehrlich? Ja. Oh, wir können hier noch eine Nottaufe machen. Können Sie mich taufen? Der Nottaufe kann jeder Christ machen. Echt? Können wir das schnell mit destilliertem Wasser, geht das? Oder hat das zu wenig Mineralien? Also der Heilige Geist sucht sich seinen Weg. Ich glaube, bei Ihnen kann er auch noch landen. Ich würde mich jetzt von Ihnen nottaufen lassen. Das machen wir aber jetzt hier nicht. Nicht? Okay. Ja, schade. Ein machen wir uns mal privat eine kleine Nottaufe. Thema Pflegereform. Ja. Das skandinavische Modell wird ja sehr oft gelobt. Gut, wenn man so von ein paar heißen schwedischen Krankenhäusern gepflegt wird, ist natürlich ist super. Ist natürlich auch was. Was gibt es sonst noch für Vorteile? Ein heißer schwedischer Krankenpfleger wäre ja die auch Männer finde ich nicht so gut in bei Schweden? Den Schweden, ja. Also die Finnen finde ich ganz hässlich. Die Schweden ja, gehen. Also ich finde ihre Differenziertheit sehr beeindruckend. Meine? Ja, danke. Die Finnen, die Schweden. Finn, ja klar, ich komme aus der Schweiz, ich bin grundrassistisch. Was für andere Drogen nehmen Sie noch außer Wein? Schnaps. Schokolade. Schokolade? Ich esse gerne Schokolade. Nougat. Und Gummibärchen. Ohne Gummibärchen geht nichts. Es gibt auch Weingummi übrigens. Ah, das ist ja schlau. Mit Korkgeschmack. Mit was für Geschmack? Korkgeschmack. Korkgeschmack. vom Kork des Weins. Mm-mm. Ach so, Kork. Ich habe was anderes verstanden. Was haben Sie denn verstanden? Jetzt, ja, das kann ich jetzt unmöglich wiederholen. Das ja, war echt richtig versaut. Ich dachte mir so, Alter, was geht denn jetzt mit der Julesie? Sie flippt ja komplett aus. So, und was mache ich hiermit? Das schütten Sie auch einfach mal rein, so viel Sie wollen. Nicht, nicht alles, ich will auch noch. Easy. Kommen Sie mal her. Danke. Ja, zack. Hey, geil, danke. Und dann noch die gröberen Flöckchen. Da ist ein Haar dran. Ah, nee, das ist Leim. Kennen Sie das, wenn Sie nicht wissen, wo die Haare anfangen und der Leim aufhört?
jetzt rein, langsam dippen, waterboarden oder taufen. Ist jetzt auch eine Art Nottaufe. So, jetzt ab. Oh, oh, top. Oh nein. Oh nein, sie sind viel besser als ich. Oh, ist das ein Schneesturm, Leute. Das wird nichts. Oh nein, ich habe mehr so Klimakatastrophe hier. Das ist ja furchtbar. Ich drehe meins jetzt auch rum, Moment. Die 5 Versuche, wo es nicht geklappt hat, schneiden wir raus. Oh Gott, wieso kann ich denn das nicht? Weil es richtig zu ist. Oh, ich bin ganz nass. Danke. Ja, aber schneller, schneller, so. Schnell, einmal schnell. Hey! Nee, also ich finde es auch nicht schön. Ich wüsste jetzt auch, um ehrlich zu sein, nicht, wer sowas basteln würde. Ich finde es eine grauenhafte Sache. Naja, aber wenn wir sagen, das hätte Immendorf gemacht oder Richter oder sowas, so jemand, oder der ganz ein Kind mit Down-Syndrom. Also wenn man einfach so sagt, ist das zu krass? Ist zu krass. Okay, ein Hund mit Down-Syndrom. Oder? Ist ja immer so krass, man kann nicht über negative Dinge reden, explizit. Wobei, meine These ist ja, wenn man über alles Witze macht und machen kann, dann hat man gar keine Diskriminierung, weil dann jeder in der Mitte der Gesellschaft ist. Aber wir können jetzt dieses Glas noch ein bisschen dekorieren, damit es noch schöner aussieht. Wir können es ja auch einfach komplett verhüllen, oder? Damit man es nicht sieht. Ich finde das auch nicht schlecht. Ich habe eine Piratenschneekugel mit Meinzelmännchen und Tannenbaum und Fokuhila. Gut, ich habe ein Gespenst gemacht. Ist jetzt eher die minimalistische Variante für euch zu Hause. Wenn ihr jemanden habt, den ihr jetzt nicht so mögt, könnt ihr ihm das schenken. Oder wenn ihr jemanden habt, den ihr mögt, wo ihr einfach testen wollt, ob der euch auch mag, wenn ihr ihn blöd behandelt. Das sind Sie. Das bin ich. Haare geschnitten. Ja, soll ich die Haare noch schnell so schneiden? Ja, machen Sie mal noch so. Scheitel machen. Das sind Sie. Ja, ich sehe eigentlich ziemlich gut aus. Ich habe weniger geile Beine als die. Ja, das sind doch keine Beine hier. Frau muss Schenkel haben. Also an alle Mädchen, die irgendwie 12 oder 16 oder sowas sind und Germany's Next Topmodel gucken und glauben, sie müssten so aussehen. Alles Quatsch. Weil das reicht nämlich auch, um Karriere zu machen. Ja, aber auch nur bedingt. Okay. Ich bin schon lange am Ende. Vielen Dank für die schöne Bastelstunde. Ich danke wünsche auch. Ihnen noch viel Erfolg mit allem, was Sie tun. Schönes Jahr Ihnen. Danke, Ihnen auch. Hat ja jetzt erst gerade angefangen. Ich genau. Bin immer noch verkatert. Aber ehrlich? Sind Nein. Sie überhaupt jemals verkatert oder machen Sie dann Nein. gleich weiter mit dem Nein. nächsten Gläschen? Training. Ja.